Willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part haben wir Wiebke besiegt, unseren 6. Orden bekommen. Und jetzt sind wir auf dem Weg... zu der Route, bei der wir waren. Und dann aber wieder umgedreht sind, um die Arena zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will gern Fahrrad fahren. So, wir brauchen schon wilde Pokémon. Also ich nicht, ja? Wow, 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 Lags. Warum laggt denn jetzt alles? Hör auf zu laggen. Dude. Das ist nicht okay. Nicht okay. Das geht so nicht. Hallo. Gib mir Heck. Hier wollen wir uns jetzt umsehen ein bisschen. Hier waren wir nämlich noch nie. Tack. Hast du Attacken auf Lager, die fliegenden Pokémon schaden können? Ja, Donnerblitz. Mister. Was? Natürlich geht einfach ein Programm auf random. Ich meine, warum denn auch nicht? Ist ja auch witzig. Aha, aha. Oh. Leute, wisst ihr was? Oh, alles ist so furchtbar. Xatu, okay. So, und jetzt lassen wir mal Metang kämpfen. Ja, Metang kämpft nämlich viel zu wenig. Xatu ist eigentlich auch ziemlich cool. Wir müssen jetzt mal mit Metang kämpfen, damit es mal ein Metagross wird. Damit es mal mega stark werden kann. So, du darfst jetzt mal nach vorne kommen. Hier war... nichts, okay. Hm. Schirmdame! Mein Schirm, mein Pokémon und ich. Würde eins dieser Elemente fehlen, wäre dieser wunderschöne Anblick ruiniert. Ach so, Marika. Oh, ein Wasserformeo. Prognose von Formeo wirkt. Formeo verwandelt sich. Und wird noch hässlicher, als es vorher schon war. Wie, du wehrst die Attacke ab? Könnten Sie das unterlassen, bitte? Aua. Jetzt, wieso geht denn der scheiß Zahnkopfstoß eine 3 Milliarden Mal daneben? Ja, mach halt noch mehr Wetterveränderung, du blödes Formeo. Das reicht. Ja, oh! Aua! Das war ganz schön knapp. Wow. Ach Mann, jetzt hast du diesen wunderschönen Anblick ruiniert. Du hast fast mein Pokémon ruiniert, ja? Also halt bloß die Klappe. Hier. Kriegst eine leckere Kumu-Milch. Dieser Baum, da sieht aber komisch aus.
Ich spiele Ninja und das war eben mein Tarnjutsu. Ich wette, du hast nicht gesehen, wo ich war. Ja, genau, deswegen habe ich dich auch angesprochen, du kleiner Schlaukopf. Oh Mann, ey. Smogon, ja? Du kannst jetzt dann mal den Zen-Kopfstoß verlieren, weil der geht eh ständig daneben. Das nervt mich. Ach ja. Nein, wir wollen nicht das Pokémon wechseln. Ganz im Gegenteil. Warum sollten wir das Pokémon wechseln wollen? Warum? Sagt mir auch nur einen einzigen logischen Grund dafür. Was nochmal, Smogon? Oh Mann. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Ich habe Nico. Was? Wie hieß du? Nico Bedeus oder so. So heißt doch keiner. Nintendo. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Oh, weia. So, wo ist denn jetzt das Item hier unten? Pokémon haben viele spezielle Fähigkeiten. Wenn du ein erstklassiger Trainer werden willst, dann musst du dich intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Ja, ich weiß. Danke, Marianne. Ich weiß gar nicht mal, was Milotic für ein Typ ist. Deswegen setze ich jetzt auf gut Glück einfach Eisenschädel ein. Yo, das war wohl nicht sehr effektiv. Dann setze ich die Psychokinese ein. Auch nicht. Dann setze ich die Geheimpower ein. What the fuck? Was bist du denn für ein komisches Pokémon? Der Eisenschädel hat noch am meisten gebracht. Was? Genesung? Oh nee. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist Milotic für ein Scheißtyp? Tzeh. Ist doch kacke. Wasser. Nur Wasser? Echt? Das ist ja blöd. Wasser. Okay. Gegen Wasser habe ich viel dabei. Eigentlich fast alles ist gegen Wasser effektiv. Lass das gefälligst. Ich kann dich jetzt schon nicht leiden. Und alle sagen immer, oh, Milotic ist das schönste Pokémon. Ich finde, Milotic ist überhaupt nicht schön. Das fand ich schon vorher nicht schön. Ich finde das nicht schön, nein. Nein, nein. Und jetzt ist es tot. Du hast dich offensichtlich gut mit ihnen auseinandergesetzt. Ja, offensichtlich. Aha, es muss ja hier irgendwo sein. So. Aber ich... Genau, ich war nämlich hier oben noch nicht fertig. Warum ist da kein Item? Nee. Wildbierbären? Ist doch eigentlich voll die gute Stelle für Bären, wenn es hier immer regnet. Oder Nirbebären?
dann noch eine Portion Sananabeeren. Die habe ich sogar erkannt, weil Sanana Ananasbeeren sind. Oder halt, wie Ananas aussehen. So. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Ein Nougat. Nougat wäre mir ja lieber. Wo ist es? Ah. Mirapla mit Taumeltanz. Also halt du, Flo. Ja, du darfst mit mir kämpfen, hallo. Kampfgefällig? Nee. Oh Gott, ihr seid so creepy, ey. Maskeregen. Vielleicht kann ich gegen dich ja etwas mehr ausrichten. Oh, mir ist so kalt, ey. Oh Mann, ich will zurück. Ich will zurück ins Meer. Denn da war es wenigstens warm. Wie ich jetzt aufs Meer komme, bitte fragt mich nicht. Fragt mich nie, was in meinem Gehirn vor sich geht, das weiß ich nämlich nicht. Aber falls ihr es mal rausfinden solltet, könnt ihr es mir gern sagen. Bodycheck? Mmh, es ist zwar stärker als Tackle, aber ich mag Attacken nicht, bei denen sich der Angreifer selbst verletzt. Das ist mir zu riskant. Was bist du denn? Spaßkanone. Was ist das denn für eine komische Attacke? Yeah! Wow, der Sternenhimmel spiegelt sich da drin. Seht ihr, wie schön das aussieht? Das ist unfassbar schön. Oh mein Gott, wow. Richtig genial, auch hier. Oh mein Gott, ich liebe die Entwickler dafür. Ich habe das schon mal gehört. Absolen. Hm. Boah, ey. Boah, boah. Mega schön, so mega schön. Krass. Ja, das ist ein Azumarill. Sage ich doch. Hier gibt es nur eine Geheimbasis. Zeig die mal. Aha. Nee. Nicht für dieses komische Höhlenlabyrinth. Aber boah. Boah, sieht das schön aus. Ich bin richtig geflasht. Boah. Da, boah, das gab's im alten Spiel nicht, gell? Oder? Da war hier immer blauer Himmel, oder? Ja, aber da konnte man die Uhr doch auch schon einstellen. Boah, mega schön, hey. Mega schön, oh mein Gott. Mit Schlafrede. Hm. Hier haben wir eine Richtung. Ja, kämpfen wir gegen die. Oh. Man kann gar nicht mit ihr. Ja, ja, total. Danke. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Lady. Oh mein Gott, es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön.
Ich komme gar nicht darauf klar. Oh mein Gott, ist das schön. Das hier war früher immer meine Geheimbasis. Hier, dieser Busch. Oder zumindest hier oben irgendwo. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob es genau der Busch war. Warum glitzert das? Nee, so ein hässliches war es nicht. Naja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part hier weiter um und... Boah, ist das schön! Bis bald! Tschüss!